Und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Und zwar auch zu meinem dritten Versuch, diese Aufnahme jetzt durchzuziehen. Ich habe schon zweimal versucht, hier aufzunehmen und immer wieder ist es asynchron geworden. Und ich werde deshalb, falls es wieder passiert, immer nur dahin spielen, bis eine große Verzögerung stattfindet. So, es würde Gothic abstürzen. Denn ab dem Punkt war es immer asynchron. So. Okay, und jetzt mache ich das jetzt zum dritten Mal. Also beim zweiten Mal hat es mich schon angekotzt. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber ich bin deswegen schon ein bisschen gereizt. Und ja. Jetzt mache ich erstmal das. Ich bin jetzt einer von Lares Leuten. Hast du eine Nachricht für die Feuermagier, die ich überbringen könnte? In der Tat, aber du brauchst das Zeichen eines unserer Boten, sonst lassen dich Gomez Schergen nicht in die Burg. Hier, nimm Brief und Zeichen und nun beeile dich. Ja, ich beeile mich schon. Er ist nicht der Einzige, der angepisst sein muss, braucht. Also wie gesagt, ich spiele das jetzt schon zum dritten Mal, diesen Part. Ich bin auch einigermaßen froh darüber, denn ansonsten würde euch wieder ein ganzes Stückchen fehlen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wir haben noch wenige Aufgaben. Einmal den Locker, den Dammlocker. Können wir vergessen, machen wir später. Er ist noch zu stark. Ich habe es mehrere Male probiert. Wir können es vergessen. Lefty angeht, genauso. Jetzt machen wir noch schnell Mordrake. Hallo. Ja, Hallöchen. Lares sagt, ich soll dich bei der Sektensache unterstützen. Siehst du? Ich dachte mir, ich müsste mich nicht selbst drum kümmern. Soll ich die Sache ganz allein erledigen? Das schaffst du schon. Hör zu, es geht darum, rauszufinden, was an dieser ganzen Beschwörungsklamotte dran ist. Ich weiß, dass die Sektenspinner eine große Anrufung planen. Ich persönlich glaube ja nicht an den Schläfer. Aber eins steht fest. Die Gurus sind mit mächtiger Magie im Bunde. Und es ist besser, wenn wir wissen, was da abgeht. Soweit alles klar? Nein, natürlich nicht. Ah, werd sehen, was ich rausfinden kann. Sobald du genau weißt, was sie im Schilde führen, melde dich. Okay. Achso. So. War nicht besonders scharf. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, immer noch so viel Fleisch. Okay, gut. So, was Lefty angeht, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Den können wir auch später mal ausschlagen. Was die Waffe angeht, mach mal jetzt. Und ja, die große Sache der Bruderschaft, es riecht förmlich schon nach dem zweiten Kapitel. Und bis dahin werden wir versuchen, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Denn was dann kommt, das wird schon ein bisschen happig werden. Deswegen gehe ich dann noch auf die Also es ist nun wirklich nicht mein Problem. Ja, es ist nicht dein Problem, aber meins. Was mir doch bei der zweiten Aufnahme schon ein höheres Level eingebracht hat, also Jagen bringt wirklich was. Also die Tiere, die man hier findet. Denn im nächsten Kapitel respawnen einige und wenn man erstmal alles, sag ich jetzt mal, gründlich reinigt, dann kommen die wieder und man kann maximale Erfahrungspunkte, Beute, ja, haben. So. Natürlich wirklich für meine Angepisstheit, aber es ist jetzt mein dritter Versuch und ich spiele eigentlich immer so ungefähr eine Stunde, aber wenn das trotzdem noch nicht ausreicht und ich eine externe Festplatte deswegen schon habe. Also, so, und du musst jetzt dran leiden. Dran glauben, sowas. So. Bin auch ein bisschen erkältet, wie ihr merkt. Und soweit, so gut. Fraps sind so über 20. So um die 20 ist eigentlich ganz gut. Ja. Also wenn zwischendurch dann so Parts sind, wo was rausgeschnitten ist,
Ich werde das jetzt so machen, dass ich jetzt so lange spiele, bis es wieder so leckt, da nicht mehr weitergeht, weil ansonsten wird es wieder so asynchron und ich habe keine Lust, Stundenmaterial dann weg, die dann eigentlich für die Katze sind. Das regt dann auf. Kennt ihr selber, wenn ihr alles plant, das im Voraus produziert und dann haut es nicht mehr hin. Und durch die ganzen Weihnachtsspecial und so, die ich hochgeladen habe, brauche ich wieder Material. Vor allem dann noch, wenn ich diese Tests machen möchte. Diese Let's Test, so ungefähr eine Stunde. Das wird auch noch was, das sage ich euch. Also, boah. Aber erstmal das hier. Hier. Ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse. So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat auch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, den kann ich leider nicht in die Fresse polieren, weil er noch zu stark ist. Aber hat eine ganz schwache Waffe. Auch wenn alle ganz normale Waffen und solche Standardwaffen haben, können die ihm ganz schön Schaden zufügen. Das vergessen die meisten. Und außerdem haben die dann, kannst du eine ganz schwache Waffe haben, aber wenn deine Stärke extrem hoch ist, da, machen die dich auch K.O. Also, was soll's. So, und jetzt gehen wir ein bisschen auf die Jagd, was ich jetzt bereits zum dritten Mal mache. Auf jeden Fall weiß ich so langsam die Entfernung einzuschätzen, wen ich schon besiegen kann und wen nicht. Das bleibt euch wenigstens erspart. Und meinen Nerven auch. Okay. Sehen wir es ein bisschen optimistisch. Ich sehe es realistisch. Und erwarte jeden Moment wieder so ein Framerate-Einbruch. Aber es sieht gut aus. Aber ich lasse mich ungern täuschen. Ha. Naja. Okay, mal schauen, wie viel ich da trotzdem aufnehmen kann. Ich werde es natürlich immer wieder probieren. Obwohl mich meine Eltern sicherlich verrückt hat, wenn ich die ganze Zeit im Zimmer sitze vom Laptop und dummes Zeug labere. Naja. Shit happens. So, warum ich jetzt auf Jagen bin, liegt daran, ich brauche noch 10. Lernpunkte heißen die. Lernpunkte, damit ich Einhändler Stufe 2 habe, damit ich den Zweihändler aktivieren kann. Weil dieser, den kann ich erst lernen, wenn ich Einhändler abgeschlossen habe. Aber das sind dann, glaube ich, auch erste Stufe mit 30 Lernpunkten. Das kann ich dann machen, wenn ich hier die große Sache der Bruderschaft oder so mache, wo ich wirklich viel Erfahrungspunkte krieg. So. Das ging noch. Okay. So. Wir marschieren jetzt vorsichtig an Lefty vorbei. Wenn er uns kriegt, sieht schlecht für uns aus. Obwohl, hat er eine Armbrust oder so? Nee, der hat einen Bogen. Scheiße. Einen ziemlich guten, soweit ich weiß. Jetzt wollte ich ja mal gucken. Ich hab 2 Reiterbögen. Da kann ich einen verkaufen. Gut. So, jetzt verkürze ich das einmal. Also wie ihr seht, ist Akrobatik auf jeden Fall angebracht. So kommt ihr schneller vorwärts und es sieht auch edler aus und
Ja. Wie? Hier lebt hier noch einer. Cool. Die nehme ich doch natürlich mit. Die habe ich ja noch gar nicht bemerkt. Komm her, du Vieh. Spüre meine Wut. Geht doch. Und dem zieh schon ein bisschen näher. Oh, das war ja nahezu perfekto. Abspeichern. Und nicht wundern, warum die 5 schon da stand. Wie gesagt, es ist mein 3. Versuch, dies hier aufzunehmen. So. Was? Sehr schön. Ja, die bringen mir jetzt viel Erfahrungspunkte ein und ich hoffe, es schafft mich wieder jemand hier hochzuspringen. Beim ersten Mal war es ganz gut, aber beim zweiten Mal, da ist einer hochgekommen, ey. Muss man sich mal vorstellen, so ein Trainer hier. So. Sieht doch schon besser aus. Jawohl. Okay, ich habe mal den ersten 120. Wie ihr seht, es lohnt sich. Ja. No. Kommt schon. Ach, hier ist ja noch jemand. Okay. Müssen wir auch gleich haben. So, und den nächsten. Ach. Ich dachte, er kommt gerade auf uns zu. Komm schon. Kann man den Finger kurz entspannen? Ich brauche nur einen. Ah, hier. Komm schon. Ja. Und der nächste bitte. Einmal kurz Finger lockern. Jetzt, komm, halt, stopp. Huch, genau das meinte ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, das ist mir noch nie passiert. Oh, fickt euch doch. Scheiße. Ah, na gut, na gut, na gut, na gut. Und die Frame sieht bei mir wieder bei 2. Kann sein, dass später dann was anderes dasteht, was mich jetzt nicht wundern täte. Das glaube ich jetzt nie. Hat er mich echt runtergeschubst? Oh Mann, und der Finger tut ihm weh. So. Jetzt sieht sie... Aua. So, und damit das nicht wieder passiert. Ich werde verrückt hier. Uah.
Oh, das war ja mal ein cooler Treffer. Was mich auch immer wieder wundert. Was? Leckt mich doch am Arsch. Ich darf nicht auf die Taste kommen. Also die Feststelltaste. Die ermöglicht es nämlich, dass man umschalten kann auf diesen langsamen Kriechmodus. Aua, dadurch fällt man nicht von den Klippen, aber man darf eben nicht draufkommen. Aber wie, wir nehmen der Finger weh tot. Oh, durch das krampfhafte Festhalten, also beim Schießen und am Greifen oder beim Fragen allgemein, muss ich Strong und Weh drücken. Kennen vielleicht viel, aber wenn man das die ganze Zeit halten muss, das ist schon, tut schon weh auf den kleinen Finger. So. Feststelltaste und so. Los. Oh. Komm schon. Ja, ja. Komm. Put, put, put. Nicht auf die Taste kommen. Ja. Huch. Komm schon. Jawohl, los. Ja. Wie kommen die hier ver... drei? Ich gebe mich jetzt mit rein, aber nicht zufrieden. Was zum Geier? Wo sind die anderen? Hallo? Ich will an Punkte. Erfahrungspunkte. Oh, Scheiße. Aber ich falle auf. Nur, es sind nur drei. Jo, ey, hallo, hier fehlen mir noch ganz Paare. Nee, es bringt eigentlich nichts, aber... Wo zum Geier sind die? So. Speichern. Also jetzt sieht das auch mit der Framerate ganz gut aus. Und ich verstehe nicht, wie das mal asynchron oder so. Und höchstens nur durch diese verdammten Einbrüche. So. Ich versuche jetzt mal ein Nagelkeule. Ja, jetzt, wenn ich runtergehen will, dann funktioniert's nicht. Ich... Hopp. So. Was habe ich gesagt? Oh, ey, leckt mich doch am Arsch. Versteht hast du und... Weiter geht's. Aber jetzt müssten eigentlich noch mehr kommen. Oder das ist der, der mir gefehlt hat. Nö. Es müssten noch einer sein. Ja. Einer müsste noch irgendwo sein. Ich weiß es. Doch besser. Ach, kann ich hier? Ah!